Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, EUTM Mali ist etikettiert als eine nicht-exekutive Ausbildungs- und Beratungsmission. Also an Kampfmissionen soll da nicht teilgenommen werden, sondern nur malisches und inzwischen auch Personal aus anderen Sahelstaaten ausgebildet werden. Das hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Der Staatsminister Roth hat eben die Zahlen ja schon genannt. Ursprünglich von 180 deutschen Dienstposten, dann über jetzt 450, in Kürze 600. Also die Zahl der deutschen Soldaten, die in dieser Mission eingesetzt sind, hat sich verdreifacht. Seit Beginn dieser Mission ist eine sehr große Zahl an malischen Soldaten ausgebildet worden. Die Zahlen, die man hört, gehen ein bisschen auseinander, aber alle, die ich kenne, liegen über 10.000. Da sollte man annehmen, dass eigentlich ein durchschlagender Erfolg erzielt worden ist, wenn man so viel gut ausgebildete Soldaten hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Sicherheitslage verschlechtert sich kontinuierlich im Land. Was ursprünglich an militärischen Auseinandersetzungen Scharmützel waren, Anschläge, das sind inzwischen Gefechte geworden. Was sind die Gründe dafür? Es gibt eine sehr hohe Desertionsrate in der malischen Armee. Soldaten dieser Armee machen sich häufig davon, und zwar mitsamt ihren Waffen, laufen über zu den islamistischen Kräften und sind dann besser ausgebildet als die vormals dort kämpfenden Islamisten. Ein Teil der malischen Soldaten ist überfordert mit den Ausbildungsinhalten. Das ist auch eine Beobachtung, die man in Afghanistan schon gemacht hat. Es gibt ein teils undiszipliniertes Auftreten der malischen Soldaten im eigenen Land und daher ein mangelndes Ansehen dieser Truppe in der Bevölkerung. Und schließlich, es gibt ein fehlendes Nationalbewusstsein. Mali ist ja kein ethnisch, sprachlich, kulturell einheitliches Land. Das sind Bevölkerungsgruppen wie die Bambara, die stammen ursprünglich aus dem Kongo-Becken, die stellen die große Mehrheit der Bevölkerung, und andere, die eher arabisch-islamisch orientiert sind, die sich gegenseitig oftmals auch nicht grün sind. Nehmen Sie einen Soldaten der Bambara in der malischen Armee. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die in der Vergangenheit das Material für die Sklavenmärkte der Tuareg im Norden gestellt hat. Die haben noch eine Rechnung offen. Deshalb sind eigentlich alle Experten darin einig, hier ist Nation Building gefragt. Mali von einem Konstrukt, einem kolonialen Konstrukt von allen möglichen Völkerschaften in einen Staat, in einen zwar Vielvölkerstaat, aber in eine Nation zu verwandeln. Und das steht eigenartigerweise in völligem Gegensatz, was die Bundesregierung in Europa macht und in Deutschland. Hier soll der Nationalstaat abgebaut werden, hier wird er als obsolet betrachtet und in Afrika soll er aufgebaut werden. Also da ist ja wohl ein Bruch in der Argumentation. Und schließlich, es ist zu beobachten, dass die Angehörigen auch von EUTM, nicht nur von MINUSMA, in der malischen Bevölkerung eher als Besatzer aufgefasst werden, angesehen werden, denn als Helfer. EUTM kann nicht losgelöst gesehen werden von MINUSMA, und darüber werden wir uns ja gleich anschließend unterhalten können. Und deswegen werden wir, weil wir ja auch MINUSMA ablehnen, zunächst auch EUTM nicht akzeptieren können, auch wenn sich das nach einem Ende von MINUSMA vielleicht wieder ändern kann. Danke. Vielen Dank, Kollege Mayer. Und wir hören noch einmal die Bundesregierung mit dem parlamentarischen Staatssekretär Thomas Silber.